Würde ich mein Kind allein Rad fahren lassen? Die Frage wird eigentlich durchweg mit Nein beantwortet. Dafür ist die Infrastruktur einfach nicht ausgerichtet. Damit sich das ändert, da brauchen wir einfach sichere Radwege und mehr Platz. Und genau dafür wollen wir die Politik und Verwaltung sensibilisieren. Die Critical Mass ist eine weltweite Bewegung, die es mittlerweile auch seit 2017 in Deutschland gibt. Und da erobern wir uns mit bunten Fahrraddemos und allen Generationen die Straßen zurück. Im Fokus stehen für uns dabei die Kinder und die nachhaltige Mobilität. Wir wollen einfach lebenswerte Städte. Das bedeutet für uns einfach mehr Raum für die Kinder zum Spielen, zum Radfahren, aber auch für alle Generationen, dass man sich auf den Straßen wieder begegnen kann. Und da suchen wir einfach die Öffentlichkeit und vor allen Dingen natürlich auch die Aufmerksamkeit von Politik und Verwaltung. Unter dem Motto Platz dafür die nächste Generation hat im September 2020 ein riesiges Critical Mass Aktionswochenende stattgefunden. Über 22.000 kleine und große Radfahrende haben für fahrradfreundliche Städte demonstriert, das Ganze in über 100 Städten in ganz Deutschland und darüber hinaus. Dahinter steckt ein einzigartiges Netzwerk aus über 150 lokalen Initiativen, die die Critical Mass vor Ort auf die Beine stellen. Ja, wir geben den Kindern einfach eine Stimme. Wir wollen sie halt sichtbar im Verkehr machen, auch deren Familien. Und wir sind im Prinzip das Megafon, dass wir wirklich Aufmerksamkeit auf deren Rechte schaffen. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass nicht so viele Autos auf den Straßen fahren und dafür Fahrradwege gebaut werden. Das ist auch besser für die Umwelt. Das Critical Mass Aktionswochenende hat gezeigt, dass ein großer Anteil der Bevölkerung sich fahrradfreundliche Veränderungen wünscht und das nicht nur in den Großstädten. Die Critical Mass ist Sprachrohr, Vernetzerin und Lobby einer Generation, die ihre Zukunft selbst in die Hand nimmt, die Fahrradgeneration.